Bozzimarrant. Oh nein, das ist wieder so. Nein, wieder so eine Luftstrecke. Schauen wir mal. Ich glaube, sagt jetzt der Watto immer noch, dass wir keine Chance gegen Sepulveda haben. Würde jetzt eigentlich überhaupt keinen Sinn machen, weil ich meine, ich bin Sepulveda. So, der Sepulveda macht sonst. Kaufen eine bessere Beschleunigung. Warte, was können wir noch was verbessern? Ups, nein, ich kann. This part no good for you, huh? Mind tricks don't work on me. Only money. Ups, so, jetzt können wir abgehen. Schauen wir mal. Hab bessere Beschleunigung gekauft. Vielleicht bringt's ja was. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Ah, das wird witzig. Bin ich gespannt. Oh nein, oh nein. Oh nein, wieder so eine. Oh nein, wieder so eine Strecke. Okay, der Gegner ist schon wieder sauschweit wieder vor uns. Warum auch immer? Warum sind die 50 mal so schnell wie wir? Wieso sind die so schnell? Warum habe ich. Okay, ich. Da wo ich lang gefahren bin, das war schon mal ein saugroßer Fehler. Die sind 20 mal so schnell wie wir. Mit der Strecke durch. Ich glaube, man darf da nicht runterfallen. Fahren wir ein bisschen langsamer. Ich darf da anscheinend nicht runterfallen. Sieht zumindest voll danach aus, weil. Nein. Wer seht das? Die sind oben so viel schneller. Weiß auch nicht wieso. Also, wir dürfen da nicht runterfallen. Sieht zumindest für mich so Sinn raus. Nein, nicht schon wieder, ey, Mann. Ich versuche oben lang zu fahren. Ich bin mir ziemlich sicher, dass das schneller ist. Da muss irgendwas sein, dass man schneller ist. Wahrscheinlich ist die Strecke da irgendwie so abgezweigt, dass man da viel schneller ist. Ach komm, wir fahren jetzt einfach unten. Ich fahre jetzt unten lang und dann schauen wir. Hey, booste. Weil für mich sieht das irgendwie nicht schneller aus. Für mich sieht das eher nur so aus, als ob man halt dann. Okay, die fahren oben lang dann. Okay, aber jetzt bin ich voll abgezweigt. Aha, wenn ich also runterfalle, dann habe ich voll den Weg verloren. Und dann bin ich hier in so einer. Oh, hä? Aha. Also wenn ich da unten fahre, lande ich an einer Stelle schlussendlich, wo ich die anderen gar nicht mehr erwischen kann. Fiese Strecke, fies. Naja, bis zu der Stelle da vorne. Wenn ich da, wenn ich es halt schaffe, da oben zu bleiben. Aber mein Sepulveda, der fährt da halt immer runter. Weiß auch nicht. Ich bremse jetzt hier einfach. Und fahr ganz, ganz, ganz. Nein, nein. Mann, dieser blöde Racer. Wieso ist der. Ah. Vielleicht soll ich Never Key spielen. Es geht dann besser. Never Key hat uns bis jetzt noch nie enttäuscht. Ich meine, klar, ich habe mich bei der einen Strecke, bei dieser Sumpfstrecke so aufgeregt, aber. Mann, wieso immer so weit nach vorne? Oh Mann, ey. Blöde Strecke. Blöde Strecke. Ja, 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 ja. Wieso falle ich da immer runter? Wieso ist das überhaupt so blöd gemacht? Dass wenn man da runterfällt, dass man das ganze Rennen eigentlich schon verloren hat. Das ist total fies. Weiß auch nicht, wer denkt sich denn sowas aus? Eine Strecke, wo du oben fahren musst, sonst bist du getoastet. Und dann war's das. So, jetzt hab ich's mal. Nein! Wieso muss das auch so lange sein, dass man da so lang runterfallen noch kann? Das ist so dumm. Wir müssen das einmal hinbekommen, dann geht's auch. Diese Strecke ist so fies. Also nicht. Nicht runterfahren, nicht runterfahren. Hä? Das war fies. Das war fies. Boah, habt ihr das gesehen? Ich hab gerade den einen zusammengefahren und er war tot. Habt ihr das?
Habt ihr das gesehen? Ich habe den einen zweiten Platz da getötet. Ich habe den zerstört. Hey, das muss ich mit dem Favoriten machen. Wenn das klappt, dann haben wir eh gewonnen. Ich lasse ihn mal überholen. Ich versuche seinen Bottrenner zu schrotten. Ich bin in den nur reingefahren. Ey, das ist so beschissen. Da musst du boosten, sonst fällst du runter. Ja, da kannst du wieder runterfallen. Boah, das ist so behindert. Die ganze Strecke musst du oben fahren, damit du nicht runterfällst. Das ist so fies. Ich warte jetzt ein bisschen. Und dann töte ich den. Ich versuche jetzt den. Ich versuche den Favoriten mal auszuschalten. Mit Zerwulver kann man das anscheinend. Die. Mann! Also mit Zerwulva geht das nicht. Ich glaube, ich muss Nevaki nehmen. Weil das geht einfach nicht. Es geht schon, aber man muss halt da sehr viel warten. So, da kommt jetzt gleich diese Stelle mit diesem... Mann, seht ihr das? Wenn ich runterfalle, bam, bin ich Dritter. Vielleicht ist das auch nur so ein Witz, dass mich das Spiel reinlegt dadurch oder sowas. Aber das glaube ich nicht. Weil am Anfang ist es überhaupt nicht schneller. Aber wenn man oben ist, aber nachher dann... Ja, 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 fall wieder runter. Ey, das ist so... Boah, das ist wieder so eine Strecke, die einen aufregt. Weil man diesen blöden Anfang richtig machen muss. Ich glaube, die letzte Strecke ist nicht mal so dumm. Gut, man muss auch sagen, diese Strecken, die werden ja nach der Reihe freigeschaltet. Also, dieses Rennen habe ich quasi freigeschaltet, als ich, das zweite Turnier geschafft habe. Und als ich das geschafft habe, wurde das hier freigespielt. Komm, ich will diese Strecke jetzt noch schaffen, bevor ich schlafen gehe. Ich will die jetzt noch schaffen. Die anderen zwei kann ich ja morgen machen. Aber das will ich jetzt noch schaffen. Und dann gehe ich gemütlich schlafen mit dem Erfolg, dass ich diese scheiß Strecke geschafft habe. Meint ihr für euch... Wieso falle ich da immer runter? Wieso können die Computer da so gut fahren? Es ist unmöglich, dass man da so gut fährt. Allein schon mit dem Superstart hat man so einen Vorteil. Aber das hier. Wenn man zu schnell fährt, man fällt einfach runter und man kann nichts dagegen tun. Vor allem, weil das Fiese an dieser Strecke einfach ist, du fällst runter, wenn du zu schnell bist. Die irgendwie sagen die auch alle das Gleiche, wenn die mich überholen. Ich wollte boosten, es ging nicht. Ich habe noch voll gedrückt, aber es ist nichts passiert. Mann, seht ihr das? Ich fahre runter, 9. Hey, wie unlogisch ist das denn? Wieso, so zack, 9. Obwohl die eigentlich hinter mir sind, das ist so unlogisch. Naja, es sagt das Spiel halt, weil das Spiel will dir damit vermitteln, dass wenn du unten fährst, halt verlierst. Man muss oben fahren. Das ist leider so. Da musst du mit Boost fahren. Oh je, jetzt wird's wieder fies. Ich muss es zu der einen Stelle schaffen. Hier, genau. Oh, what the? Jetzt bin ich einfach mal ganz hinten. Einfach mal so. Jetzt wurde ich einfach mal an den letzten Platz gespawnt. Und vor allem wahrscheinlich... Jetzt bin ich auch genau da, wo man hinkommt, wenn man... Wenn man unten lang fährt. Wie soll ich das schaffen, Mann? Die Strecke ist doch für Vollidioten. Ich weiß ja, das geht mit Zerwulva nicht. Ich glaube, wir müssen echt nachher Nevaki nehmen. Ich versuche es jetzt noch einmal. Wenn es dann nicht klappt, nehme ich Nevaki. Ich muss einen anderen Podracer nehmen, weil das funktioniert hier einfach nicht. Da, ihr seht es. Ich bremse, es klappt nicht. Ich muss das mit Nevaki mal versuchen. Wir müssen es mit Nevaki mal ausprobieren. Ich versuche es mit Nevaki nochmal. Die Strecke ist echt fies. Weiß auch nicht, wer hat sich diesen Scheiß ausgedacht? Ich versuche es mit Nevaki nochmal.
Aber Nevaki ist ja noch schneller vor allem. Egal wie viel Gas ich unten gebe, es bringt nichts. Die sind oben schneller. Das Spiel ist kaputt. Eigentlich sind die hinter mir nach Logik. Eigentlich. Weiß nicht wieso. Das ist so dumm. Eine Strecke, wo du es dreimal schaffen musst, oben zu bleiben und nicht runterzufahren. Wie fies ist das denn? Das klappt einfach nicht. Wenn du zu schnell bist, fährst du runter. Und das einfach ohne Gnade. Und dann wirst du Letzter. Und dann kannst du das ganze Rennen neu machen. Es ist so fies. Es ist so fies. Das erste Rennen war jetzt noch einfach, aber das zweite ist ja voll fies. Ich hab's ja auch gesagt, diese Luftlevel sind alle scheiße. Wirklich jedes. Bis auf das erste. Das war okay. Das zweite war schon behindert und das dritte war dann echt... Das ist jetzt echt von Arsch. Diese Luftlevel, also diese Luftstrecken sind alle so ein Arsch. Nur war es bei der zweiten noch harmlos. Wenn du da runtergefallen bist, ist nichts passiert. Dann fällst du nicht einfach runter. Dann fällst du runter und dann ist gut. Dann fährst du halt unten lang. Ist ja wurscht. Aber wenn du hier runterfällst, heißt das für dich der absolute Verlust. Dann hast du voll verloren. Wie? Das muss doch irgendwie gehen, dass man da viel einfacher rüberkommt. Nevaki ist vor allem so schnell. Gut, ich habe Nevaki auch vor allem auf Beschleunigung vor allem rausgelegt. Ey, das geht nicht! Das ist unmöglich! Ey, wer hat diese Scheiße erfunden? Boah, Mann. Zweite Drecksstrecke in diesem Spiel. Und das nur, weil man es nicht schafft, so einen dummen Kack zu machen. Jetzt falle ich runter, weil ich an die Kante... Weißt du, vor allem muss man ganz genau in der Mitte fahren. Sonst, bam, fällst du runter und dann kannst du den ganzen Scheiß neu machen. Vor allem ist es egal, wie schnell ich fahre. Und wie langsam ich fahre, ich fahre jedes Mal runter. Vor allem, die können da einfach perfekt fahren. Nee, die haben da wahrscheinlich eine unsichtbare Wand, dass der Computer gar nicht erst runterfallen kann. Weißt du, wie behindert. Ich will dem sein Podracer kaputt machen. Ich will dem sein Podracer kaputt machen. Komm her, du Sack. Ich zerstöre dir deinen scheiß Racer. Ich weiß auch nicht, wer erfindet denn so eine verdammte Scheißstrecke? Ich versuche mal ohne viel zu boosten. Okay, jetzt sehe ich, warum es schneller ist. Man fährt auf einer ganz anderen... Oh. Okay. Hier kannst du ganz bestimmt auch wieder abkürzen. Irgendwie. Ja, der hat auch abgekürzt, der Wichser. Boah, ist das eine fiese Strecke. Jetzt fahre ich unten schon wieder. Na, jetzt war es nicht tragisch, dass ich unten war. Hä, was ist denn... Was ist das für eine Strecke? Da kennst du dich ja von hinten und vorne nicht aus. Da kennst du dich hinten und vorne nicht aus. Leute, wie soll ich diese Strecke schaffen? Es geht nicht, wenn du das hier schaffen willst. Ich will gar nicht wissen, wie oft ich die neu probieren musste. Sau oft bestimmt, weil die habe ich auf... Da bin ich erst geworden als Kind. Das ist krank einfach nur. Nee, Leute. Die Strecke lassen wir aus. Ich weiß nicht, was mit der ist. Einfach. Die ist einfach nicht normal. Das ist eine Strecke. Was weiß ich für was. Also, auf jeden Fall geht es mir einfach nur noch auf den Geist. Was ist das für ein Quatsch? Die mache ich nicht. Wir fahren jetzt die mal. Die dritte. Und wenn die leichter ist, dann verstehe ich die Welt nicht mehr. Wir fahren jetzt mal die dritte. Weil die zweite, die war jetzt ja echt komisch. Leute, weil ich habe jetzt echt nicht verstanden, was ich in der zweiten machen muss. Von Anfang von... Ich habe nur verstanden, ich muss am Anfang oben bleiben. Aber ich denke mir, what the fuck, ich muss das 3 Runden lang schaffen. 3 Runden lang. Wie soll ich denn das schaffen, Mann?
So gut bin ich in dem Spiel nicht. Ne, Leute, die zweite Strecke, die lasse ich aus, weil das geht echt über meine Grenzen. Ich will nicht wieder so herumschreien und herumblödeln und das brauche ich einfach nicht. Das will ich nicht. Deswegen will ich jetzt einfach die dritte einfach mal machen. Die ist aber cool auf einem Meteor. Aber bestimmt auch sau schwer. Die waren alle außergewöhnlich, die Strecken. Aber die zweite, die ist nicht außergewöhnlich. Die ist einfach nur beschissen. Mehr ist sie nicht. Gut, heißt ja auch Elite-Klasse. Das heißt, man muss sie auch nicht machen. Ihr habt es ja gesehen, das ist eigentlich jetzt Bonus, was wir hier machen. Aber die zweite Strecke, hallo Leute. Die packe ich nicht, die ist overpowered. Also, vielleicht bringe ich eines Tages ein Video, wo ich dann die mache und dann, wo ich die dann sogar schaffe und dann bringe ich die als einzelnes Video raus. Weil, Leute, das ist einfach nur noch OP. Ich weiß nicht, Leute. Die zweite, die ist krank. Da musst du immer dreimal oben bleiben, damit du Erster wirst. Zweiter geht noch, wenn man es oft probiert. Aber Erster, um Erster zu werden, musst du immer oben fahren. Wie willst du das schaffen? Na gut, das muss ich mich selbst fragen. Wie habe ich das geschafft? Als Kind habe ich das geschafft. Ich kann euch ein Bild einblenden. Da kann ich euch mein altes N64-Bild zeigen. Da habe ich alle geschafft. Auf ersten Platz. Und jetzt frage ich mich echt, wie ich das gemacht habe. Hätte ich doch bloß ein Replay. Wenn man hier Replays hätte im Spiel, dann könnte ich nachgucken, wie ich das geschafft habe. Wie ich das gemacht habe. Ich bin da bestimmt mit irgendeinem Charakter gefahren, der das gut kann. Mit Nevaki und Sebulba habe ich es jetzt aber... Nein! Wieder so ein Meteor-Scheiß. Mit Sebulba hat es ja nicht geklappt. Die erste Strecke... Hallo! Du bist rausgeschmissen, bist direkt wieder tot. Weil die Strecke ist jetzt ja um Längen nicht so schwer. Weil ich finde jetzt die Strecke nicht so übel. Die zweite war ja krank. Die erste war okay, die dritte ist... Ja, okay. Die ist eigentlich noch cool, muss ich sagen. Dafür, dass sie... Gut, sie ist schwer. Das ist sie sowieso, aber cool ist sie, wenn man auf so einem Asteroidenfeld fährt. Das ist krass, wie ich das geschafft habe damals. Ich war krank als Kind. Gut, man muss auch sagen, ich habe als Kind immer dieses Spiel gespielt. Jetzt spiele ich es seit Jahren mal wieder. Und da noch gute Ergebnisse zu bringen, nach all der Zeit, ist für mich einfach nicht packbar. Vielleicht kann man da auch irgendwie so eine Abkürzung nutzen, die ich als Kind gefunden habe. Und dadurch habe ich dieses Rennen immer so putz einfach gewonnen. Weil ich weiß es nicht, wie ich das machen soll. Naja, auf jeden Fall werden wir jetzt einfach mal das Rennen hier spielen. Das ist ja ganz nett. Das dritte, wie schon gesagt, das sind Bonus-Level. Man muss sie nicht machen. Das Hauptspiel haben wir eigentlich schon geschafft. Als wir das Eve Bounder Classic geschafft haben. Mann, bitte. Wieso habe ich eigentlich Nevaki wieder genommen? Ich wollte doch eigentlich mit Sebulba weiterspielen. Naja, ist ja wurscht. Wir werden Sebulba sowieso noch spielen. Ich werde noch Amateurklasse nochmal probieren. Also auf Spiegel nochmal fahren. Und mit Sebulba alle, also nicht alle Rennen, aber ein paar mit Spiegel nochmal durchfahren. Mit Sebulba extra, weil ich den so mag. Und dann beende ich das Let's Play. Weil die zweite Strecke, die packe ich nicht, Leute. Wenn ich die immer und immer und immer wieder versuche, dann schreie ich nur rum. Und das will ich nicht. Ich will nicht dauernd eine Strecke fahren, die mich dann eh nur aufregt. Das macht ja keinen Sinn. Selbst wenn ich sie schlussendlich dann schaffe. Aber diese Sumpfstrecke da, die war Teil des normalen Spiels. Deswegen war das für mich bewusst, dass ich die schaffen muss. Aber die Elite-Klasse, die muss man nicht schaffen. Oder kriegt man dann in jedem Rennen einen Racer? Ne, der Racer, der jetzt hier ist, der wo hier Favorit ist, den hat man auch von Anfang an. Aber der wo jetzt hier beim zweiten Rennen war, ich glaube, den haben wir schon. Ich glaube, den haben wir auch schon. Nur den im ersten, den haben wir auch noch nicht gehabt. Meine Güte, nervt das. Diese blöden Asteroiden. Aber das Gute ist, beim nächsten Mal ist der Asteroid, dem wir jetzt eingekracht sind, weg. Bin ich auch froh drüber. Der nervt nämlich übelst. Gut, man muss auch sagen, als Kind habe ich oft und oft und oft und oft so oft die Strecken nochmal versucht, bis ich es geschafft habe. Und
Leute, ich habe einfach nicht den Nerv, diese Strecke zu schaffen. Das habe ich einfach nicht. Ich kann Mega Man 4 durchzocken. Und all sowas. Aber das, das hier, das mag ich nicht. Das ist mir zu übel. Weiß auch nicht. Die zweite Strecke ist mir zu böse. Ich hoffe, ihr seid mir nicht böse, aber ich will einfach diese Strecke nicht machen. Einfach erstens, weil sie nicht relevant ist, weil sie mir, glaube ich, eh nichts freischaltet. Und zweitens, ja, habt ihr sie eh gesehen jetzt. Und vor allem, es bringt ja nichts, weil wenn ich sie durchfahre, dann beschwere ich mich nur. Und das will ich nicht. Ich will nicht ein Rennen durchfahren, wo ich mich das ganze Rennen lang nur über die Strecke beschwere. Und das, vor allem zieht das die Parts dann in die Länge. Das kann ich einfach nicht brauchen. Gerade bei Part 5 war das ja der Fall, wo ich ja diese Sumpfstrecke gemacht habe. Aber da war das okay. Da habe ich geraged, weil mir die Strecke einfach auf den Sack ging und sie Teil des normalen Spiels ist, des Hauptspiels. Und das ist einfach Elite-Klasse, die kann man machen, wenn man will, aber muss man nicht. Ich mache jetzt halt die, die ich kann und den Rest lasse ich. Vielleicht verstehe ich ein paar, warum ich die auslasse. Oder habt... Ich frage euch mal so. Habt ihr Probleme gehabt bei dieser Strecke? Oder kennt ihr da irgendwie einen Weg, wie man die leicht schaffen kann? Also ich weiß echt nicht weiter, Leute. Naja, auf jeden Fall genießen wir jetzt die Strecke. Die ja wirklich cool ist, die dritte. Das Schöne ist, man kann ja die Rennen... Es sind ja wirklich Bonusrennen. Weil... Ihr habt ja gesehen, jedes Rennen haben wir dadurch freigeschaltet, dass wir jeweils immer ein Turnier durchgespielt haben, des Spiels. Und 3 und 4 haben wir bekommen, dadurch, dass wir das letzte Turnier, das Bonta Classic, geschafft haben. Und ich muss jetzt echt sagen, die Strecke ist jetzt in Länge nicht so schwer wie die vorige. Boah, Hilfe. Vielleicht schaffe ich es jetzt mal. Okay, jetzt habe ich es mal geschafft. Weil die... Die zweite, hallo? Das ist von der vom zweiten Turnier eine Strecke. Anscheinend eine geschenkte. Was soll der Mist, dass die so schwer ist? Weiß auch nicht. Ich habe keine Ahnung, Leute. Wird halt seit... Ja, Abgrund. Bester Name überhaupt. Inferno, oh Gott. Das ist diese Feuerstrecke. Ich würde jetzt aber gerne mal wieder so Bulba nehmen. Vielleicht schaffe ich die ja noch. Weil wenn ich die jetzt noch schaffe, dann hätte ich alle Rennen geschafft. Naja gut, bis auf die zweite Abgrund. Aber... Ich habe jetzt oft genug gesagt, warum ich sie nicht mache. Inferno. Feuerstrecke. Ich kann mich an die sehr gut erinnern. Die bin ich als Kind auch sehr oft gefahren. Die ist aber nicht so groß, die Strecke. Inferno. Ihr seht ja Inferno, warum. Hier schaltet man den Fahrer frei, der es im Film nicht geschafft hat, seinen Podracer zu starten. Und das ist einer der schnellsten Fahrer im Spiel. Jetzt bin ich zwischen dem Zaun irgendwie gestorben. Wow, habt ihr das gesehen? Voll die Lava. Okay, bis jetzt ist sie okay. Ich fahre jetzt mit dem Bulba halt, der wo halt nicht so krass um die Kurven kommt, aber egal. Mit dem muss man halt speziell fahren. Wie schon gesagt, er ist, wenn es um Kurven geht, nicht so der krasse Typ. Aber der hat dafür den krassesten Podracer aller Zeiten. Das war jetzt auch dumm von mir. Bin ich wieder Schrott gegangen. Wenn da jetzt nichts Fieseres mehr kommt, dann ist die machbar, ja. Ach komm schon. Ich stelle mich jetzt so blöd an. Das waren jetzt wirklich nur dumme Tode. Oh, hallo. Nee, hier muss ich Neva Key spielen. Das ist mir echt zu krass. Naja, sie geht. Ich versuche mit Driften noch mal ein bisschen zu arbeiten. Nein, Preps, hör auf dich zu beschweren. Es ist die letzte Strecke, bitte, jetzt hör auf. Beschwer dich bitte nicht. Es ist die einzige Strecke, die ich noch machen will. In diesem Let's Play. Und dann lasse ich es eh, weil die zweite Strecke, die Abgrundstrecke, schaffe ich nicht. Vielleicht versuche ich sie später nochmal. Also morgen in dem Fall. Vielleicht schaffe ich sie dann. Es ist halt doof, dass ich die eine Strecke nicht geschafft habe. Weil ich wollte eigentlich das ganze Spiel durchmachen. Ah, naja.
Sonst haben wir ja alles geschafft. Bin ja sonst zufrieden. Wir haben ja das Bounder Classic geschafft. Auf das habe ich mich ja auf das ganze Spiel vorbereitet. Und auf Abgrund nicht. Ich muss mir mal einen Pro-Gamer anschauen, der die Strecke fährt. Ich will mal gucken, wie man das macht. Vielleicht schaffe ich es dann nochmal. Vielleicht mache ich dann nochmal so einen extra Part, wo ich die Strecke dann nochmal fahre. Wo ich es dann tatsächlich schaffe. Sonst ist das hier jetzt der letzte Part des Spiels. Wenn ich sie nicht nochmal bringe. Jetzt geht mein Podracer gleich wieder down. Komm schon. Nein, nein. Ey, jetzt wäre es mir lieber gewesen, wenn der Podrenner kaputt gegangen wäre. Jetzt wird es nochmal spannend. Inferno. Let's fahren. Wir fahren wie die Besten. Wir sind so episch. Wir fahren durch die Gegend. Inferno ist übel. Ja. Inferno ist übel. Wir fahren hier. Wir sind so gut wie Schrott. Zebubas Podracer ist Schrott. Ja, zumindest jetzt ist er kaputt. Ich wollte nur, dass mit dem Schrott habe ich jetzt... Ich habe mit Schrott nicht gemeint, dass er scheiße ist, sondern ich habe mit Schrott gemeint, dass er so gut wie kaputt ist. Passt dir gut mit Zebubas Podrenner in dieser Strecke? Sieht cool aus. Auch wenn die Strecke wirklich nicht so leicht ist. Aber ich muss jetzt echt sagen, im Vergleich zur Abgrund... Ich meine, schaut euch jetzt die dritte und die vierte Strecke an. Im Vergleich zu der zweiten. Die sind ja ein Witz dagegen. Hier bei der Strecke musst du einfach nur ein bisschen aufpassen. Und dann schaffst du die auch. Und die dritte war genauso. Die dritte war sogar noch einfacher als die hier. Gut, Inferno soll ja ein bisschen böse sein. Aber schaut euch mal jetzt Inferno an. Okay, ich hab's eh geschafft. Im Vergleich jetzt zu der anderen. Das war ein Witz. So, jetzt bekommen wir nochmal den letzten Fahrer, glaube ich. Boah, Fraps, hör auf! Mein Gott. So, jetzt haben wir den auch noch freigespielt. Jetzt haben wir das allerletzte Rennen gemacht. Ja, und ihr seht, es kommt auch nichts. Ich meine, klar, man kann jetzt... Da, die. Wer hat diese Scheiße erfunden? Haben wir... Beim Fraps! Zu viel gebracht. Ah, oh, ich sehe es kommen. Du planst irgendwas. Hallo? What the fuck?